Trupps von Arbeiterinnen und Arbeitern eilten früher werktäglich aus den Landgemeinden in die Pforzheimer Bijouteriefabriken. Seit den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts konnte man von einer Pendlerbewegung sprechen. Wegen dem Geklapper ihrer Essgeschirre, andere sagen, wegen dem rasselnden Geräusch ihrer genagelten Schuhe, wurden sie vom Volksmund die Rassler genannt. Die Arbeit dauerte bis zu 11 Stunden pro Tag. Auch samstags wurde bis in den späten Nachmittag gearbeitet. Lange Fußmärsche von mehreren Stunden kamen hinzu. Viele der Rassler gingen in die Uhrenkettenfabrik Kolmer und Jourdan zur Arbeit. Emil Kolmer und Wilhelm Jourdan besaßen eine der größten Bijouteriefabriken Pforzheims. In ihrer Blütezeit waren dort bis zu 1000 Mitarbeiter beschäftigt. Das Unternehmen bestand bis zum Jahr 1977. Heute ist in dem markanten Gebäude das Technische Museum der Schmuck- und Uhrenindustrie untergebracht. Diese Präsentation konzentriert sich auf die Schmuckabteilung. Die Besucher werden von Markgraf Karl Friedrich von Baden begrüßt, dem Gründervater der Pforzheimer Schmuckindustrie. Mit den historischen Arbeitsplätzen startet der Besucher eine Zeitreise. Vom alten Handwerk in die maschinell-industrielle Herstellung. Neben den großen Bijouteriefabriken gab es in Pforzheim und im Umland auch viele Klein- und Kleinstbetriebe. Diese Kombination von handwerklicher und industrieller Produktion ist charakteristisch für die Goldstadt. Viele der hier ausgestellten Maschinen sind immer noch voll funktionstüchtig. Das Technische Museum ist eine lebendige Einrichtung. Ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pforzheimer Schmuckindustrie bedienen die alten Maschinen und zeigen altes Handwerk. An 19 Stationen erleben die Besucher alle Schritte, die zur Herstellung eines Schmuckstücks notwendig sind, von der Entwurfszeichnung bis zum fertigen Produkt. Eine der ersten Arbeitsstationen im Museum ist die Gießerei. Rohmaterial wird geschmolzen und in Formen gegossen. Hat der Goldschmied das flüssige Material rausgenommen und hat es in so eine Form reingeschüttet. Und in die Form konnte man auseinander machen und dann kommt so ein Rohling raus. Die flachen Planchen wurden zu Blechen gewalzt. Die länglichen Knüppel zu Drähten gewalzt und gezogen. Es kommt hier rein, dann wird es ausgewalzen und jetzt wird das Blech dünner und länger. Die großen Betriebe machen das natürlich ganz schnell auf einem sogenannten Walzwerk. Vorher, nachher. Alle gleich lang. Ein großes Stück. Ganz sauberer Schnitt.
Gewalzte Bleche werden weiterverarbeitet, indem man sie prägt. Dazu stellen die Stahlgraveure die entsprechenden Werkzeuge, die Prägestempel her. Ist da oben ein Werkzeug drin, das ist gefertigt vom Stahlgraveur. Und das Fachbegriff, der sogenannte Pfaff. Und unten ist das Gegenstück, nur vertieft, das ist das sogenannte Gesenk. Und wenn wir jetzt da ein Stück Blech dazwischen halten, und das mit viel Schwung, runter kriegen wir eine sogenannte Hohlprägung. Das Schmuckstück wird mit einer Bandsäge aus der Rohprägung herausgetrennt. Draht, wie er in diese Abteilung gezogen wird, ist Rohstoff für Ketten. Diese Maschine ist eine sogenannte Ziehbank. Und auf dieser Ziehbank, da wird Draht in einem sogenannten Zieheisen durchgezogen. Und da ist jedes Loch 500stel kleiner. Also der Draht wird immer dünner und immer länger. Jetzt führen wir es einmal vor. Wir spannen das da ein. Das ist die sogenannte Ziehzange. Jetzt drehen wir das einmal durch die Maschine. Jetzt ist durch. Mit der Zeit wurden die Maschinen immer weiterentwickelt. Diese Folgezugmaschine kann Draht in 10 Arbeitsgängen gleichzeitig ziehen. Jetzt wollten die Goldschmiede aus Draht auch eine schöne Kordel machen und die ist aber nie gleichmäßig geworden. Durch das Wickeln entstehen hier engere Maschen und hier engere und die sind weiter. Das klappt nie. Jetzt hat ein gewiefter Mechaniker aus Pforzheim gesagt, dass er ja Problem ist, ich mache euch eine schöne gleichmäßige Kordel aus. Ob der Golddraht oder Silberdraht nimmt, das ist egal. Und ich sage, gibt's nie. Gut, er hat den Auftrag gekriegt, der hat die Maschine gebaut. Da hat er so einen Kopf gebaut und da sind an 6 Stellen so Hämmerchen drin. Wir sagen Exzender. Und wenn die sich einmal dreht, haben die 6-mal auf diesen Draht geschlagen. Und dann kommt so ein geschlagener Draht raus. Und das Auge, von weitem sagt das Auge, eine schöne gleichmäßige Kordel. Stimmt aber nicht. Erst wenn man ganz genau schaut, sieht man, dass es keine gewickelte Kordel ist. Da kommt der glatte Draht und da vorne kommt die Beschisskordel raus. Kettenmaschinen gehören zu den Herzstücken der Sammlung. Diese bis zu 200 Jahre alten Maschinen sind Spitzenprodukte der Feinmechanik.
Eine besondere Faszination geht von ihnen aus, wenn sie zum Leben erweckt werden. Das ist eine sogenannte Schneckenpanzer oder auch S-Panzer genannt. Und mit der macht man eine sehr interessante Kette. Von dem Aufwand, von der Technik her, so was Tolles, das findet man hier in diesem Haus nur einmal, und das ist die Maschine. Ja, es sind zwei Stationen, wo zwei Glieder gemacht werden. Zwei identische, ein linkes und ein rechtes Glied. Und die werden dann in der Maschine zusammengefügt. Und durch die Form von der Wicklung sieht es aus wie so eine Serpentine. Für jeden Kettentyp gab es eigene Maschinen. An diesem Arbeitsplatz werden Schmuckstücke emailliert. Die aufgebrachte Emailmasse schmilzt im Ofen bei etwa 850 Grad Celsius zu einer glasartigen Schicht. Die Lichtbrechung der Emaille gibt den Schmuckstücken ihre besondere Ausstrahlung. Ein faszinierender, aber aussterbender Beruf ist der des Guyocheurs oder der Guyocheurin. Eine Mitarbeiterin des Museums zeigt dieses alte Schmuckhandwerk. Sie sind jetzt in der Guillochierabteilung. Guillochieren heißt Linien stechen, wie gravieren.
an dieser Maschine, das ist eine Geradzug-Gilleschirrmaschine, da mache ich jetzt einen Fotorahmen. An dieser Maschine graviert ein Mitarbeiter des Museums Ringe und andere Schmuckstücke. Mit einem rotierenden Diamanten fräst er geometrische Muster in das Metall. Dies ist der Arbeitsplatz eines Silberschmiedes. Er stellt zum Beispiel Kerzenhalter, Krüge oder Handspiegel her. Goldschmiede hatten eine zentrale Funktion in der Schmuckindustrie. Sie bildeten zum Beispiel Lehninge aus, stellten Modelle von Schmuckstücken her und montierten aus maschinell hergestellten Teilen die fertigen Schmuckstücke. Im Technischen Museum können Besucherinnen und Besucher die 250-jährige Geschichte der Schmuckindustrie Pforzheims von den Anfängen bis zur Gegenwart sehen und erleben. Noch immer wird 80% des Schmucks, der von Deutschland in alle Welt exportiert wird, in Pforzheim und Umgebung hergestellt. Und so trägt Pforzheim den Titel Goldstadt weiterhin zurecht. Thank you.